Dieses Haus in der österreichischen Stadt Braunau am Inn aus dem 17. Jahrhundert kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. 1889 kommt hier Adolf Hitler zur Welt. 1938 macht es die NSDAP zum Braunen Kulturzentrum. Nach Kriegsende zieht dann eine Werkstatt für Behinderte ein. Seit 2011 steht das Eckhaus leer. Nun hat das Parlament in Wien einem Gesetz zugestimmt, das die Enteignung der Besitzerin vorsieht. Das Gebäude soll demnach in Staatsbesitz übergehen. Was künftig damit passiert, ist unklar. Das Innenministerium will das renovierungsbedürftige Gebäude offenbar abreißen, damit es nicht zum Mekka für Neonazis wird. Das Haus steht allerdings unter Denkmalschutz.